Ja. Dieser Überbiss bei den Viechern. Ja, Ich was glaube, gibt's irgendwas im Dummes? See mussten wir, glaube ich, auch machen. Oh, brav. Hier sind Ach, diese die Aale. Aals. Ja, die Fische müssen wir auch kloppen. Dieser kleine Ja, Aal. man, die sehen. Aalfilet. Aalfilet. Filet. Filet, du hast Filet. recht. Da steht Filet. Filet Fusion. Ja. Das ist bestimmt das Gleiche. Ja, es gibt doch hier diese Fusionsküche, weißt du das? Ja. Ja. So, wenn dir der Luftbalken ausgehen sollte, wenn du da oben einen hast. Du hast in der Tasche so einen blauen Trank, der gibt dir unter Wasser atmen. Jetzt fühle ich mich wie bei Elder Scrolls. Ja. Der hat drei Aufladungen, das reicht eigentlich für alle Quests. Es gibt mehrere, die nochmal, wo wir ein bisschen auf Tauchgang gehen müssen. Ja, das weiß ich, aber ich habe halt nie diese Texte gelesen halt. Ansonsten weiß ich recht viel noch hier, glaube ich. Hier musstest du mir, glaube ich, auch einmal helfen. Weiß nicht, ob ich die Reihe gekriegt habe. Vor hinten Ja, bei ich den weiß gerade Naga. nicht, welche Quest das war, aber ich erinnere mich grau. Begleitungsquest. Wo man so eine komplette Truhe abholen musste. Ah, ja. Und ich hab die alleine nicht auf die Reihe gekriegt, weil ich immer getötet wurde. Reiß die Hütte ab. Reiß die Hütte ab. Reiß die Hütte ab. Reiß die Hütte ab. Was eine. Ganz, ganz schnell. Was eine, wie es weitergeht? Ich glaube, die Lieder haben, glaube ich, auch nicht viel mehr Text, oder? Also nicht. Also es gibt ein Lied, das kann ich auswendig. Das ist Hyper Hyper, glaube ich. Ja? Ich glaube, das hat nur die zwei Worte. Das ist eigentlich nur eins. Ja. Oder Ja, gibt es gut. da irgendwie Text? Ich glaube nicht. Nicht, dass ich wüsste. Aber ihr macht das schon. Ich kann hier schön einsammeln. Ich folge größtenteils dir. Ich sammle nur das eine, was hier so, wo die Leichen glitzern. So. Eigentlich schon ganz angenehm. Echt? Brauchen wir noch Hydras? Ich glaube schon, ja. Ja, also ich brauche noch welche. Ich meine auch noch. Ich habe, glaube ich, erst drei von irgendwas. Reiß die Hydras ab. Reiß die Hydras ab. Reiß Irgendwie auch bitte. Erst sehe mich mir ein und dann natürlich deine ganze Familie. Ah, 5 von 12. ab. Wenn ich hören will, muss fühlen. Trotzdem bitter. Ich finde es immer noch Frisches cool, hat dass eine sie Insel mit. entdeckt. Und Tunnels.
Ja. Die Insel mit zwei Bergen. Wie ich hier immer noch mit meinen zwei Pets rumlaufe. Ist die mit Schwimme. ganz viel Eisenbahnverkehr? Blub, blub, weg ist sie. Ja, ich bin unter dem Meer. Unter Unter dem dem Meer. Meer. Unter dem Meer. Weiter kann ich den Text so nicht, oder ich? Ich glaube, Aale habe ich tatsächlich mittlerweile genug. Ich, Ah, warum nee, resettet jetzt der habe ich denn? genug. Der gemein resettet sich hier einfach. Das ist interessant, wieso ich jetzt plötzlich. Wieso? Ist was? Wieso sieht mein HP da erst so komisch aus da? Ach so, ja, im Stream ist die ziemlich voll. Ja, ich wundere mich, warum. Ich Ja, du hab. hast gerade gegessen. Meinst du, das kriegt er mit? Erklärung, oder? Chicken Nuggets macht die Leiste voll. Warte mal, ich gehe mal kurz auf Bearbeiten. Mich würde mehr interessieren, warum steht da plötzlich ein anderer Name? Ach so, Buskin. Niklas steht da jetzt. Oder? Ja. Weiß ich Deswegen. nicht. Ist jetzt er der neue Boss? Weiß ich nicht, kann sein. Ah, ich glaube, ich verstehe es. Je nachdem, wer Er wäre zuletzt beigetragen hat, oder? cheert oder Donation macht, kann das ganze Ding heilen. Aber ich weiß nicht, also es gibt auf jeden Fall Subs machen Schaden, Donations machen trotzdem Schaden und Bits machen Schaden. Aber irgendwie können es die Leute dann schaffen, dass das wieder voll gemacht wird. Aber der macht das ja irgendwie beides, oder nicht? Ja, ich gehe mal von aus, nach der Zeit und nach der Höhe vielleicht. Ist gut möglich. Das Geilste ist halt aber. Wieso? Ich hab ja als, oder ist das nur die Grund? Ah, das Die ist nur. Grund-HP oder wie? Das, ja, die Grund-HP. Die Start-HP und sie kann sich dann je nachdem variieren. Scheinbar. Ich hab's bis jetzt noch nicht gerafft. Ich hab's auch noch nicht ganz gerafft. Also, ich weiß, wie man Schaden verliert, aber der Rest. Das Problem ist halt, dass ja alles auf Englisch steht. Meine Blow. The amount of damage. Each new boss will have more. Also die Bosse ändern sich. Das ist auf jeden Fall klar. Every boss Ja, das will sehe have ich the auch, dass Niklas same. jetzt der Neue ist. Okay. Overkill. Ist ein guter Song von Motorhead. Das Schlimmste ist, mein Englisch ist halt einfach scheiße. Any excessive damage beyond the boss. Reminding his is added to the new boss. Der Schaden, doch, der Schaden, den ich erhalten habe, wird auf den Boss draufgelegt, sobald ein neuer Boss erscheint. Habe ich das richtig verstanden? Ich glaube, würde nämlich Sinn ergeben. Deswegen hat er nämlich mehr HP als vorher. Dass das dann draufgesetzt wird. Ich finde das ganze System cool. Ich bin nur noch nicht ganz hintergestiegen. Es wäre schön, wenn es auf Deutsch und nicht auf Englisch stehen würde. Das macht das Ganze ein bisschen schwierig, wenn man kein Englisch kann. Versteht sich. Alter, ich kann kein Englisch. Ist aber wirklich so. Das ist original hier, Harry Potter-Ding. Final Blow. The amount of damage done with the final blow.
will be added to the new boss. What? Okay. Each new boss will have more HP than the last. Das ist logisch. Und fix. Fix ist, dass es bleibt. Dann stelle ich das erstmal ein. Handy mit Übersetzer drin halten. Ich könnte auch Copy-Paste machen, das einmal. Copy-Paste. Copy-Paste. Und ich lasse mir das mal kurz übersetzen. Haha. Auf die Idee kommt man aber auch nicht, ne? Eher übermäßiger Schaden, der über die verbleibende Gesundheit des Bosses hinausgeht, wird dem neuen Boss hinzugefügt. Jetzt wird man das. Aber ich finde das halt gerade echt interessant. Time after which the boss fades away. Das macht aber keinen Sinn. Das will ich nicht. So let's fade away. The Mounted of... So, dann übersetze ich mir das hier nochmal. Einfügen. Der mit dem letzten Schlag verursachte Schaden wird dem neuen Boss hinzugefügt. Aber wann ist der Boss durch? Nach welcher Zeit? Ich weiß es nicht. Lass mich durch. Ich bin Arzt. So. Ja, wieso die Richtung? Hier sind Schiffs bei Tipping, Shearing. Ja, man kann sich selbst heilen. Oder kann... Nee, ich kann mich nur heilen, wenn ich selber Bits verteile. Aber das würde keinen Sinn ergeben. Wenn ich selbst verschenke, würde es Sinn ergeben. Egal, ich mache erstmal fix. Boss can heal. Mache ich erstmal aus. Mache 4000. Speichern. Seite neu laden. Guckst du das bei YouTube oder wo? Nee, bei Stream Elements tatsächlich. Ja. Layout neu laden. Okay, nee, der hat trotzdem noch das gleiche. Das ist etwas, was ich einfach nicht verstehe. Ich sehe das ganze Ding einfach nicht. Es ist mir ein Rätsel. Da war so ein Aal, der wollte ich gerade fressen. Echt? Ja gut, eigentlich ist es ja egal, aber trotzdem. Ich würde es gern verstehen. Es ist halt auch interessant, wie ich finde, wie das ganze Ding funktioniert. Okay, nee, der resettet sich dann jetzt gar nicht mehr. Okay, egal. Aber ich habe jetzt erstmal fix eingestellt. Mal gucken. Also durch die letzte Einstellung kriegt er auf jeden Fall das Doppelte von dem, was eingenommen wurde. Durch Bits und Follow und Host und was weiß ich. Okay, kriegen wir hin. Das irgendwann vielleicht ist das. Der erste Boss zwischendrin auch schon gestorben und deswegen ist ein neuer da. Das ist jetzt nicht so verfolgt, muss ich sagen. Ja, rein theoretisch hätte ich dann, weil ich hatte 4000 HP. Hätte jetzt, ich sag mal, wäre ein Hype schon beispielsweise gekommen, wäre die AP komplett kontinuierlich halt runtergegangen, weil wenn was eingenommen wird oder Follow kommt oder Host, wie gesagt, dann kriege ich halt Schaden oder kriegt halt das Ding da unten ist Schaden. Durch egal welche Aktivität ihr macht, außer wenn ihr halt schreibt. Durch Schreiben halt leider nicht, kann man leider auch nicht einstellen. Wäre auch irgendwie cool. Und dann geht das halt kontinuierlich runter. Wenn aber nichts von all dem passiert, also keine Bits, kein Raid, kein Host, kein Follow, kein Sub, dann passiert auch nichts. Dann bleiben die HP halt. Deswegen, ich weiß nicht, wodurch das regeneriert wird. Steht aber leider auch nirgends. Es gibt halt 4 Modi, die ich einstellen kann. Halt fix. Dann das, wenn ein neuer Boss kommt, dass es draufgerechnet wird, die ich habe, auf die Summe, die dann kommt. Also, dass es dann halt doppelt gezählt wird.
dann das Erhaltene oder der erhaltene Schaden doppelt gezählt wird und das andere weiß ich schon gar nicht mehr. Es ist recht interessant. Es ist mir, ich habe schon ein bisschen abgeschaltet, muss ich sagen. Das habe ich gemerkt. Wie gesagt, ich finde es halt interessant, aber halt nur in dem Punkt, dass ich nicht weiß, wann dieser neue Boss halt kommt. Ein bisschen was habe ich jetzt schon eher verstanden. Ja, er ist auf jeden Fall da. Ich finde es halt nur so krass, dass da halt plötzlich 5500 steht und ich es nicht resetten kann. Oder war ich zu blöd, auf Resetten zu drücken? Interessiert mich jetzt gerade nochmal. War ich zu blöd, auf Resetten zu drücken? Ist das nicht? Ich weiß es nicht! Das wäre jetzt so typisch, ne? Ich war zu blöd, auf Reset zu drücken. So, okay. Kein Kommentar, bitte. Also kein wieder Kommentar. Ein Bedienungsfehler. Ich wollte halt einfach nur resetten. Aber okay, gut. Ja, jetzt haben wir es. Jetzt ist alles wieder korrekt. Jetzt ist alles wieder im Lot. Alles im Lot. Alle Tröpfchen wieder im Höschen. Passt. Alles in Buder auf dem Kuder. Schön. Alles im Griff auf dem Schiff. Muss ich mir mein Tutorial zu angucken. Ich hoffe, da gibt's was zu. Aber ich finde es halt echt cool gemacht. Das ist halt ganz, ganz neu mittlerweile. Oder halt seit ein, zwei Monaten, glaube ich. Vorher gab's das noch nicht. Da gab's halt immer so Widgets und sowas. Oder noch eine extra Box, wo dann sowas angezeigt wird, gesammelt wird. Und dann gibt es so ein Glas oder sowas. Keine Ahnung. Gab es verschiedenes. Aber das Spiel hier finde ich tatsächlich richtig cool. Also, Spiel. Ne, dass man dann halt quasi als Boss dargestellt wird. Das ist auf jeden Fall ein cooles Gimmick, ja. Ja, aber im Prinzip ist es ja das gleiche wie hier so ein Donation-Ziel-Dings. Ja? Quasi. Aber es ist halt nur ein bisschen was anderes. Nur, dass du halt nicht nur durch Donations und Bits und sowas, sondern halt auch, wie gesagt, durch ein Follow. Oder halt ein Raid. Ja, eben. Erzählt halt alles rein, aber... Ja. Die Grundfunktion ist ja im Prinzip das gleiche. Und das finde ich halt so cool, dass du halt nicht nur das hast, also klar geben die Dinger dann halt am meisten, wenn der Support halt anders, also natürlich Subs und so ist, aber das halt sogar Follow und sowas, finde ich halt echt cool. Finde ich gut, dass wir sowas eingefügt haben. Macht das Ganze auch ein bisschen interessanter. Ich darf es nur nicht erklären, sonst, also ne, versuchen zu erklären, das versteht kein Sau. Keine Sau, also nicht mehr ich. Ich hab's ja gerade versucht zu verstehen. Ich bin gescheitert. Aber ich weiß zumindest jetzt, wie ich es resette. Indem ich unten auf den Knopf drücke. Ich wäre vielleicht vorher ganz hilfreich gewesen, wenn ich das getan hätte. Haben Sie denn die Bedienungsanleitung gelesen? Hä? Bedienungs, was? Das komische Stück, was ich in den Kamin geworfen habe, um Feuer zu machen? Foi foi. Foi foi. Pata foi foi. Oh mein Gott. Fufu. Also ich habe hier so etwas fertig. Du brauchst, glaube ich, noch diese Stechen. Ich brauch noch ganz viel. Ja. Das kann ich, was ich hast noch du die Hydras fertig? Ich weiß es nicht, ich glaube. Ah ne, eins fehlt noch. Eine Hydra. Okay. Eine Hydra fehlt noch. Aber die Fische sind durch, ne? Die Aale sind durch. War auch die Motten hier noch. Die komischen, genau die da. Und die Hydra. Auf jeden Fall. Ja, die Hydras sind auf jeden Fall nur am Wasser. Hm. Guck mal, vielleicht kriege ich ein paar hier rangeholt. Bitte, ich will hier einmal kurz meine Gewitterfliege. Okay, irgendwas anderes habt ihr auch gerade getötet, das brauchte ich auch. Ja, das war so ein Netherrochen. Ah, okay, ja, die brauche ich auch. Hydra!
Yay! Okay, Hydra habe ich fertig. Dann würde ich sagen, machen wir uns da auf den Weg zum Umbra-Fan-Stamm. Ich glaube, da gibt es noch genug von den Viechern auf dem Weg. Okay, die Flugviecher hier habe ich auch fertig. Brauche ich nur noch diese... Irgendwas mit irgendeinem Nähter rochen. Marschenfangreißer. Genau, die. Ja, die gibt es weiter oben, aber mehr. Hier sind okay. Die nur so vereinzelt mal. Du bist so grün. Du leuchtest sehr grün. Macht sie alle kalt, Jungs. Huch, huch. Nein, ich bin festgepackt. Oh Gott. Boah. Angst. Wurde mir gerade Angst im Bang. Hier unten gibt es, glaube ich, auch noch eine Quest. Das ist diese Begleitquest. Mhm. Ich glaube, das ist sogar die du meintest vorhin. Das kann durchaus sein. Die armen Viecher, ey. So arm sind die gar nicht. Weißt du doch gar nicht. Doch. Nee. Ja, genau, hier ist die Begleitquest. Die können wir auf dem Rückweg machen. Ich glaube, von den vielen haben wir jetzt genug gekillt. Oder? Hexendoktor brauchen wir noch. Herr Doktor, Herr Doktor. Ah ja, hier sind ein paar von Hexendoktoren, oder? Nee, auch alles Orakelzeugs. Hier im Turm ist es auf jeden Fall einer, zwei. Oh, im zweiten Stock ist noch ein Hexendoktor. Ey, kommen Sie mal runter? Nö. Heute nicht.
Hier oben ist ja nur noch der Boss, aber ich glaube, den müssen wir auch klatschen. Wenn ich mir vorstelle, also dass wir gerade mal 15 Stunden haben. Ist doch schon eine gute Zeit. Fehlen aber noch ein paar Stunden. Ich mache mal noch ein paar Innis, aber geht die Zeit ganz schnell. Nebenbei ein paar Trinkspiele. Ich glaube, wir haben alles durch hier, ja. Also bei mir ist hier unten durch, ich glaube. Wird für euch zwei auch so sein? Mhm. Ja. Ja, jetzt können wir eigentlich noch die Begleitquest machen und dann. Ja, die führt uns dann direkt zum Questgeber wieder. War hier, glaube ich, das vorletzte Dorf hier. Den musst du vorlesen. Oh ja, ist ein Weibchen. Ihr müsst mir helfen, hier rauszukommen. Ich habe in der Nähe Kreaturen. Kräuter gesammelt, als ein paar dieser Wilden mich entführten. Ich habe versucht, mich loszureißen, aber es waren zu viele. Helft mir zurück zur Zuflucht des Szenarios und weg von diesen grausamen Schuften und ihrer bösen Magie zu gelangen. Yay! Habt günstige Winde. Oh ja, die hab ich. Was? Also der kannst du halt beim Laufen auch wieder die Hufe beeisen, ja? Aha, ich merke das gerade. Ach, da ist sie. Ich wollte gerade fragen, wo ist die jetzt hin? Wir können ja hier so ein Ding über den Kopf machen. Oh ja, danke. Das war ganz gut. Weiß ich, wo die Alte hinläuft. Das Schlimmste ist, ich bin halt schneller. Alter. Wie schnell wollen sie sein? Schnell, schnell. Alter. Ich warte auf der anderen Seite der Brücke. Nee, nicht zu weit, sonst bricht die Quest ab. Du musst schon in der Nähe bleiben. Na gut, dann halt nicht. Ich will doch nur spielen. Ich bin auch ganz lieb. Ich laufe nur 3 Kilometer weit weg. Ich habe gar kein Ziel. Trollolololololololol. Oh nein. Ich war tatsächlich am überlegen, ob ich das wieder als Alert reinnehme. Aber nein. Das ist doch cool. Nein. Ein Automobile, zwei Automobile, vier Automobile. Hä? Fünf Automobile. ja. Genau. Mhm. Ist ja auch was für unsere Zuschauer mit klassischem Musikgeschmack. Ja, natürlich. Ja. Wir können auch mounten, ne? Ja. Huch.
hier haben wir einiges. Also ich kann nur Matchbox-Autos und keine Mobile-Autos. Ah. Oh. Okay. Du als erstes? Ian. Soll ich auch wieder vorlesen? Beim Abgeben? Natürlich. Danke, Pommes Rudi. Endlich werde ich nachts ruhig schlafen können. Wäre ich nicht so alt und schwach, würde ich mich selbst mit meinen Feinden auseinandersetzen. Nehmt dieses Gold. Es ist nicht viel, aber eure Freundlichkeit darf nicht unbelohnt bleiben. Und die Folgequest auch? Ja. Amelna. Ein feuchter, düsterer Ort. Bald nachdem ich den Umbrafen-Stamm entkommen war, habe ich mich in eine Höhle südliches Dorfs verkrochen. Ich hatte ja keine Ahnung, dass die Tiere der Marschen und die Sporenmänner sich um die Höhle stritten. Ich musste sehr plötzlich von dort fliehen und eine Kiste mit meinem weltlichen Besitz zurücklassen. Es grenzte schon an Ironie, dass ich mit meinem ganzen Hab und Gut aus Umbrafen entkommen konnte, nur um so bald darauf wieder zu verlieren. Wenn ihr mir meine Sachen wiederbringen könntet, würde ich euch etwas aus meinem persönlichen Besitz schenken. Seid ihr einverstanden? Sicher. Wenn es sein muss. Ah, Laurana. Ah ja. Habt ihr ein paar Pflanzenteile gefunden? Nein. Das Abnehmen der natürlichen Arten ist ein Grund zur Sorge. Die Zunahme der eingewanderten Arten könnte mit der neuerlichen Störung des Ökosystems zusammenhängen. Ich habe jedoch noch zu wenig Anhaltspunkte, um genaueres zu sagen. Laurana macht ein paar Notizen in ein Buch, als sie die Pflanzenteile untersucht. Nehmt ein paar davon, Aldariel. Sie könnten vielleicht nützlich für euch sein. Bringt mir alle weiteren Pflanzenteile, die ihr finden könnt. Ich werde sie in meiner Statistik auflisten. Geht in Frieden. Ikeen hat mir erzählt, was ihm in diesen Höhlen widerfahren ist. Und ich finde es einfach nur schrecklich. Wisst ihr, vielleicht sollten wir diesen armen Sporloks helfen. Ikeen sagt, dass sie dort in der Fungor-Höhle leben. Ich glaube, ich höre mich bei dir selber, kann das sein? Ich habe meine Stimme die ganze Zeit im Hintergrund. Aber ich höre dich gerade nicht mehr. Bist du im Discord gemutet? Ja, Discord hat mich schon wieder gemutet. Ja, alles gut, du liest dir eh gerade vor. Ja, ich habe mich nur gewundert, so, warum höre ich mich denn jetzt plötzlich selber? Was? Das wäre auch kein Wunder, wenn es bei mir wieder eine Einstellung gewesen wäre. Ich lese ab da nochmal. Wisst ihr, vielleicht sollten wir diesen armen Sporloks helfen. Ikeen sagt, dass sie dort in der Fungor-Höhle leben. Die Marschbestien sind kürzlich dort eingefallen. Warum geht ihr nicht dorthin und schaut, dass ihr ein paar von diesen Marschbestien erlegt? Die Höhle ist ganz nah im Südwesten. Yay. Habe ich noch Pflanzenteile zum Abgeben? Ja. Mögen euch die Sterne leiten. Habe ich noch mehr zum Abgeben? Gib die. Nee, schade. Ascha Feller. Oh, die Windruferin hier will jetzt auch was von uns. Auf der anderen Seite. Oh nö. Oh nö. Hallo, Fremde. Ah. Ihr wollt sprechen? Nein, will ich nicht. Ich will nicht. Ich will aber nicht. Schwitzt die Beschützer. Während eurer Reisen habt ihr vielleicht ein paar der Behüter der Expedition getroffen. Sie kümmern sich hauptsächlich um die Feldstudien, das heißt die Dokumentation der einzigartigen Bewohner der Marschen, das Sammeln von Proben und die Kontaktaufnahme mit den vernunftbegabten Arten. Die Sicherheit der Behüter ist von äußerster Wichtigkeit, Jägerin. Wir mussten die Behüter, die sich aufgemacht haben, um die Fungor-Höhle im Süden zu erkunden, wegen Angriffen von Sumpfmonstern zurückrufen. Aufseher Hamut
ist der Meinung, dass wir ihren Angriffen ein schnelles Ende machen könnten, wenn wir ihren Anführer Lord Möge die ewige Sonne euch bescheiden. Lord irgendwas. Lord Klack. Okay, dann nehmen wir dann Naga gleich mit. Die sind auch da in der Nähe. Ah ja, okay. Die Nagerchen. Oh, hallo. Ach, der Mondfeder. Nee, Mondfeuer. Jetzt, da ihr die Anzeichen der Unausgeglichenheit mit eigenen Augen gesehen habt, achtet bei euren weiteren Reisen darauf. Ja, das war gut. Ja, toll. Schön, ne? Das gefällt mir. Oh nee! Boah, es ist nur einer bisher. Ja, ihr habt einen meiner Druiden gerettet. Das könnten wir euch niemals zurückzahlen, Aldariel. Ihr habt meinen Dank sowie den Dank der Expedition. Ach geil, ja, so habe ich es gern. Aber da ist irgendwo. Ach ja, du darfst nochmal. Oh, jetzt. Herr Mondfeuer, hätte Ihnen das nicht früher einfallen können? Na gut, wir lauschen mal Ihren weisen Worten. Hüterin Leser-O. Es müssen wichtige Forschungen bezüglich der Ökologie der hiesigen Lebewesen betrieben. Besonders bei den Sporlingen und den Sumpflords der Marschen. Und vertraut mir, wenn ihr einmal mit diesem Thema befasst habt, werdet ihr die Arbeit faszinierend finden. Ich glaube nicht. Suchbehüterin Leser-O im Wachposten des Szenarios im westlichen Teil der südlichen Marschen. Folgt dem Pfad nach Westen, dann werdet ihr sie sicher finden. Sie ist manchmal etwas übereifrig, aber lasst euch davon nicht abschrecken. Oh, und hütet euch vor ihrer Katze. Es müssen wichtige Forschungen bezüglich der Ökologie der hiesigen Lebewesen betrieben werden. Besonders bei den Sporlingen und den Sumpflords der Marschen. Achso, das ist schon der Anfang. Ja. Was ist los mit dem Szenariusdickicht? Wie darf ich helfen? Wir haben schon eine Weile nichts mehr von den Druiden des Szenariusdickichts in den Wäldern von Tebrokar gehört. Ich möchte, dass ihr dort hinübergeht und nachschaut, was los ist. Es gibt viele Wege dorthin, aber der kürzeste führt den Weg nach Süden entlang. Biege die Straße nach Osten von Chandrat ab, wenn ihr im Wald seid. Nein! Oh. Jetzt haben wir alles, wa? Wollen wir die anderen da bei den Trollen noch abgeben? Dann können wir machen. So, ums Eck so. Liegste? Ja. Ja, sicher. Wie geil. Sonst dahin, ne? 15 Stunden und 30 Minuten, ey. Daki kennt nur Matchbox-Autos und keine mobilen Autos. Mhm. Keine mobilen Autos? Das sind ja dann Standautos. Thank you.